Jetzt gibt es nur diese drei Töne, ba, ba, bim, und die werden ersetzt durch eine neue Senderkennung. Und genauso wie Werner Pirchner das gemacht hat, wachsen alle Signations aus dem Material dieser Kennung heraus. Also man könnte sagen, diese neue Kennung ist sowas wie eine Eizelle. Wir beginnen mit 0101, das ist die Signation für alle Journale. Die kommt, habe ich mir gerade ausgerechnet, pro Jahr 2500 Mal. Und wenn die Signations wieder 20 Jahre laufen, die jetzigen laufen ja schon 23 Jahre, sind es insgesamt 50.000 Sendungen dieser Signation. Eins und eins. Ah, sorry, sorry. Es geht auf der 3 los. 1, 2. Vor 23 Jahren, als Werner Pirchner, der nach wie vor mein Vorgänger als Signations-Komponist ist, das gemacht hat, waren natürlich Samples etwas sehr Neues und Besonderes. Aber inzwischen, wenn man das plakativ formuliert, hat jeder Säugling auf seinem iPhone tausende gute Samples. Und ich finde, jetzt sind wieder gut gespielte Instrumente und gut gesungene Stimmen etwas Besonderes. Also es ist ein rein instrumentales und stimmliches Konzept. Ö1 Mittagsjournal. Ja, ich weiß, längere Pause. Ö1 Mittagsjournal. Ö1 Mittagsjournal. Diese aufsteigende Figur im Holz, mit sehr viel Energie nach oben. Also sie denken, da kommen jetzt News und wir hoffen, es sind gute News. Also nicht Mord und Totschlag, sondern ausnahmsweise mal was Schönes im Mittagsjournal. 1, 2. Ein Großteil der Signations wird ja mit dem Radiosymphonieorchester eingespielt, das sicher das flexibelste Orchester ist, das es in Österreich gibt, weil eben ein sehr breites Repertoire mit einem großen Anteil an Musik des 20. und 21. Jahrhunderts gespielt wird. Und die sind wirkliche Aufnahmesession-Profis. Und ein Teil ungefähr, ich würde sagen, ein schwaches Drittel passiert in kleineren Besetzungen. Also nach den Aufnahmesessions mit dem Orchester gibt es dann noch ziemlich lange Studio-Zeiträume, wo kleine Besetzungen und einzelne Musikerinnen und Musiker kommen, wo dann die kleinbesetzten Signations aufgespielt werden. Aber es war doch eine schöne Herausforderung, viele sehr kurze Stücke für großes Orchester zu schreiben. Denn es ist natürlich auch die Idee, dass man dieses wunderbare Orchester, das ja vor einigen Jahren noch mit dem Existenzverlust bedroht war, täglich mehrmals vor den Vorhang bittet. Also es ist auch eine Frage der Identifikation des Senders mit seinem Orchester und des Orchesters mit seinem Sender.